Hallo Fünferleute bei YouTube und willkommen nochmal zu einem kleinen Update-Video. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich noch eigentlich auf eine Postsendung warte. Die habe ich gestern bekommen und wollte euch nochmal eben kurz zeigen, was es sich dabei gehandelt hat. Und zwar habe ich bei einem Verkäufer bei eBay Kleinanzeigen, ich muss mal kurz aus dem Bild verschwinden, zwei FNAC oder FNAC Editionen ergattern können. Und zwar zum einen von Man of Steel. Hier drin enthalten eben halt ein Buch, wo eben halt so Hintergrundinformationen zum Film drin stehen etc. Eine Vorbestellerkarte für das Steelbook, also für das Frankreich Steelbook. Dann ein T-Shirt und die Soundtrack-CD. Wobei es mir eigentlich schon mehr um die Soundtrack-CD ging, weil ich hatte den schon mal, aber hier eben halt die Soundtrack-CD in der Deluxe Edition drin, also zwei CDs. Und wie gesagt, für den Preis absolut top. Also hier alleine schon vorne die Box. So eine dicke Box ist das eben halt auch. Und allein hier auch das Backartwork. Hier wäre eigentlich noch das Backcover oder das Backcover in Backpaper drauf, aber das habe ich jetzt hier mit in die Box gepackt. Einmal diese Box hier, richtig schön gestaltet, den kann ich euch nochmal in einem separaten Video vorstellen, aber da gibt es auch zuhauf Videos bei YouTube, von daher lasse ich das mal. Und zu guter Letzt, wie gesagt, es waren nur zwei Sachen, die Edition hatte ich aber schon mal, muss ich dazu sagen, und zwar die Limited Coffre Edition, oder ich sag jetzt mal Trilogie-Edition von Transformers 1 bis 3. Hier mal auch in einer bisschen größeren Box, die nicht so breit ist, aber auf jeden Fall auch ein richtiges Brecherteil immer drin enthalten. Transformers 1 bis 3, alle drei mit deutschem Ton. Dann die Album, also Soundtrack-Alben, also wo eben halt Interpreten drauf vertreten sind von Transformers 1 und 2. Dann noch zwei Comics, dann noch so kleine Postercards und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Wie gesagt, dafür gibt es auch jede Menge Videos bei YouTube schon. Und wie gesagt, ich habe jetzt für beide Boxen zusammen, inklusive Versand muss ich dazu sagen, 77 Euro bezahlt und kann echt nicht meckern. Also ich habe mal einen gesehen bei eBay Kleinanzeigen, der wollte alleine nur für diese Box hier, ich glaube 110 haben, und von daher kann ich da jetzt echt nicht meckern. Und ich war mal so blöd und habe meine damals verkauft und jetzt habe ich sie wieder. Und wie gesagt, ich finde sie richtig klasse. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich sie hinstelle, aber mal gucken. Ja, nee, das wollte ich nur mal kurz nochmal nachgereicht haben, weil ich gesagt habe im letzten Update, dass ich noch auf eine Postsendung warte. Aber wie gesagt, das war es auch schon soweit. Hoffe, dieses kleine, kurze Video hat euch soweit gefallen. Und würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.